Vielleicht in die Gurken. Wir müssen hier buddeln. Ist ja die Kunde, kahle Stelle. Vielleicht werde ich langsam verrückt, aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Na, wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Aha. Schnipp. Oha. Das ist ein hoher Ausguck. Die Insel, der See. In der Mitte des Sees ist der, wohnt die Toi, Madame. toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Okay, das hatten wir schon. Die Insel. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden Ach soll. Von so. hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Ja. Von hier oben kann man fast den ganzen Herbstwald sehen. Großartig. Marco holt gerade neues Wasser aus seinem Rucksack. Deswegen habe ich jetzt die Chance, dir zu erzählen, was ich will. Ich kann einfach irgendwas erzählen und er kann mir nicht ins Wort fallen. Deswegen darf ich dir auch Sehr erzählen, dass dieser Screen hier auf dem Baum, dass der eigentlich hauptsächlich zusammen, ja, so klingt es, wenn man ein Wasser öffnet. Ja, der hat hauptsächlich den Zweck, das ganze Kapitel zusammenzuziehen und noch mit dem zweiten zu verbinden. Weil man hat ja schon so klingt so deutlich, ein das ist eine Wasser. Sache, die sich wie ein Grundmotiv durch eigentlich alle diese Spiele zieht, ist halt in Aussicht stellen, wohin die Reise noch geht. Das stimmt gar nicht. Das ist wieder so eine Sache, die ich einfach so erzähle, aber die eigentlich überhaupt gar keine. Trotzdem kann man von diesem Baum aus auf das zweite Kapitel gucken. Ähnlich wie man vom Dach der Anstalt aus auf das dritte Kapitel von Edna Bricht ausgucken kann. Das Ja, ich zweite. war gerade nicht da. Was hast du erzählt? Ja, Ich habe also eigentlich schon alles man, erzählt, was es über diesen Screen ja, zu also in sagen den gibt. Wolken sieht man zum Beispiel Simba, Darth Vader und einen Penis. Echt? Ja, da, wenn du Wirklich? den Kopf irgendwie drehst und dann so. Sag mal, ganz im Ernst, du darfst doch jetzt hier nicht während des Entwicklerkommentars Penis sagen. Entschuldigung. Das geht doch Echt, nicht. echt Meine jetzt? Güte, ab wann ist Whispered World freigegeben? Verdammt. Schwanz. Jo, sag doch mal. Zwölf? Ab Ab 12. 12, ja, dann geht Und das doch, dann geht Zwölfjährige das dürfen doch. Penis hören? Das ist mir aber neu. Das wird alles ausgepiept. Man sieht halt Darth Vader, Simba und Genau. Ein Ja, okay. Aber das Gute ist, unsere Bilder sind genau über dem Deshalb sieht man ihn nicht. Ach so, ich dachte eben, ich hätte ihn erkannt. Also, Nein, was soll ich nein. sein? Jetzt verstehst du. Nein, das ist doch kein Ja, sehr Oh schön. Gott. Oh Gott. Nächstes Bild. Ja, sehr schön, okay. Also, wenn man den Kopf schräg legt und dann ein bisschen hinguckt, Simba, Darth Vader und ein. Ja. Ich sehe es nicht. Tja. Hey, Scheiße. Hinter mir fällt das ganze Studio zusammen. So, na dann zurück ins Loch. Oh, hier haben wir noch einen Entwicklerkommentar im Loch. Okay. Oh Gott. Jetzt hier habe ich jetzt mal eine ganz konkrete Frage, Marco. Ja. Bomben! Bomben Oh in diese nein. Höhle platziert, sprengen irgendjemanden, der oben auf dem Baumstamm sitzt, bis zur Insel. Was hast du dir dabei gedacht? Go! Spoiler! Das ist doch total logisch. Verrat doch nicht alles. Na toll. Ja, die Logik dieses Rätsels Ich hätte es auch hier. noch alleine herausgefunden. Oh, das, Hätte es ich hab's jetzt ausprobiert. erstmal gespoilert, ohne vorher Spoiler zu Ja, sagen. richtig. Lass mich noch einen Spoiler. Schluck trinken. Ist ja was völlig Neues. Spooky Oh, das spoilert, kann ohne man jetzt nicht Spoiler zu sagen. sagen.
Wir trinken hier nämlich gerade während der Sprachaufnahme. Wir trinken, ja, und Wasser. Es wird jetzt schon. Erst die Entwickler Kommentare anhören, wenn ihr sicher seid, dass ihr es geschafft habt. Insofern, und dann ist es auch zu spät hier für das. Es ist ein schöner Stream, der gerade dazu einlädt, noch ein paar interessante Fakten über Norderstedt du hast recht. Zu erzählen. Du hast recht, aber eigentlich sollten wir es im nächsten Stream machen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wusstest du, dass ich auch mal für ein Vierteljahr bekannt war als Onkel Norderstedt? Nein. Und mit den Kindern von Norderstedt einen Song aufgenommen habe? Kinder auf aus Norderstedt hieß das. Auch mit Ralf Ingo? Nee, das ist wirklich so. Ich mache jetzt kein Scherz. Ich war wirklich. Oh, das müssen wir raus. Das werden wir Onkel nachliefern. Und, genau. Hier wie Vater Abraham, Onkel Norderstedt. So war es. Wirklich. Es gab sogar T-Shirts. Schäm dich. Und die Kinder aus Norderstedt auf diesen T-Shirts, die sahen genauso aus, wie hätten sie. Wie Lilly eigentlich. Das ist ja gruselig. Ich wusste es selber nicht. Es ist wirklich. Es ist furchtbar. Ja, das war alles lange vor der Delik. Okay. Ernsthaft? Das ist ja total geil. Oh nein, ich will das Lied hören. Das ist ja schlimm. So, wo können wir die Bomben hier platzieren? Eine Pfütze. Ja, das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Okay, Bomben platziert und hinauf mit mir. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht. Und jetzt warten wir, oder was? Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nach... Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Also hinein dort, oder was? Nochmal hinunter. Also müssen wir hier noch die Bomben anzünden. Hier fehlt nur noch Feuer. Dann kriegen wir jetzt Feuer, ja? Auf die Schnelle. Tja. Ein Zirkus irgendwo Feuer. Und wenn ja, wie nehmen wir das mit? Eine Kerze. Eine Kerze vielleicht mitnehmen. Wir haben noch eine Kerze im Wohnwagen. Autsch, verflucht, das geht. Warum bin ich nur. Tja, vielleicht ein Schatz. Ich habe früher Skulpturen aus Wachsknochen. Tod, irgendwann hat. Tja, wir brauchen Feuer. Irgendwie wie dieses Kerze. Mit Kescher. Ich sollte nicht anfangen, aus lauter Verzweiflung Sachen zu verbrennen. Auf diese Weise habe ich damals meine Ameisenfarm verloren. Tja, also. Verlockend, aber nein. Ben hält mich auch so schon für einen verantwortungslosen Nichtsnutz. Können wir da nicht noch ein bisschen Kohle rausholen aus dem Ofen, oder? Ich sollte nicht einfach diese. Ja, also. Was machen wir jetzt mit den Bomben und der. Kerze, können wir die. Kleine Flamme der Hoffnung, wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen. Okay, die Kerze ist offensichtlich kein so gutes Ding. Tja. In dem Wagen vielleicht. Hier haben wir eigentlich schon alles. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück zur Höhle. Vielleicht finden wir da noch was. Was wir brauchen können.
eigentlich nicht. Eine Pfütze, aber die haben wir jetzt. In der Höhle waren wir lange nicht mehr drin. Ja. Ich könnte auch mal wieder Spot durch die Pflicht. Ist das die Möglichkeit für das Spinnennetz? Können wir Spot mal wieder aufpusten und dahin durchwerfen? Hey Spot, ich habe eine Idee. Du könntest doch den Köder spielen und... Ja, weiter bin ich noch nicht mit meinem Plan. Aber man kann schon erkennen, dass er einiges an Potenzial hat, nicht wahr? Oder auch nicht. Aber ja, Messer vielleicht. Klappt das jetzt? Mal sehen. Nein, das hatten wir schon. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Also. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Nee. Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Ich sehe doch nicht so eine Angsthase. Tja. Habe ich mal keine Idee. Ja, was soll es denn überhaupt bringen? Was ist denn hier? Die Bomben müssen wir erstmal anzünden, aber was ist denn? Also die Kerze können wir nicht mitnehmen. Finger weg von der Masse, ja doch nur wie. Okay, die Hose können wir nach wie vor nicht mitnehmen. Können wir den Kollegen hier mitnehmen? Können wir nicht. Die hatten wir schon alles. Opa hat auch Suppen im Repertoire, die man mit dem Messer essen muss. Für die Petroleumsuppe braucht man lediglich einen Löffel und feuerfeste Kleidung. Feuerfeste Kleidung. Vielleicht können wir da irgendwie ein bisschen Petroleum mitnehmen. Ich will davon nichts mitnehmen. Das Zeug ist sehr leicht. Ja, das ist ja leicht entzündlich, da können wir bestimmen, das ist so bestimmt eine gute Idee. Müssen wir nur irgendwas im Kescher. So einen bräuchte Opa, dann müsste er nicht immer so lange warten, bis die Fische von alleine an die Wasseroberfläche treiben. Tja, wir brauchen irgendeine Lunte oder sowas, die wir dann in Petroleum aufkriegen wir. Eine Lunte her. Die Ruhe können wir nicht nehmen. Ja. Ufer waren auch nicht lang, auch lange nicht mehr. Ich glaube ja nicht, dass ich im. Nein, keine. Ich komme nicht nach. Ich bin einfach. Das Wasser sieht. Halt, nein. Nein, danke. Nach einer oder Respekt. Tja, offensichtlich nicht. Ins Loch die Bomben platziert. Irgendwas mit Lunte und so weiter. Irgendwie müssen wir die stopfen. Ich meine zünden. Tja, kann Spot nicht. Nee, offensichtlich nicht. Nein, Spot, das ist nichts zu essen. Nein, pfui, aus. Okay. Ja. Jetzt sehen wir hier das ganze Gebiet. Zum Glück steckt da der Korken drin. Da wäre mal gut draus geflirt. Würde mal dazu kommen.
ja in der Höhle. Das Netz können wir auch bestimmt, wenn wir das gelöst werden, können wir das Netz bestimmt irgendwie als Lunte. Das war meine Idee. Wir müssen ein Seil irgendwie zu einem Seil binden und dann irgendwie. Das war die Idee, aber wie kriegen wir das ab? Offensichtlich mit Messer und mit Schaufel nicht. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Ist doch skandalös. Tja. Kriegen wir denn das Spinnennetz weg? Da fällt mir jetzt auch nicht mehr viel Kompass nochmal. Der Kompass zeigt nach Norden. Und diese Höhle ist mir so Nord-Nordost. Tja, wissen wir es auch mal. Ich bin überfragt. Tja, ich glaube, wir gehen nochmal auf den Baum und beende ich das hier erstmal für diesen Stream. Vielleicht aber beim nächsten Stream dann nochmal mit neuen Gedanken, mit neuen mit frischem Mut hier nochmal im nächsten Stream hier nochmal die Chance, da was zu erreichen. Ist doch ein guter Zeitpunkt hier zu enden. Ja, hier können wir mal speichern. Ich sag schon mal, dürfte ich nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und ja, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben. Und ja, habt noch einen angenehmen Tag und haut drinne. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Aber wir wissen noch nicht, wie wir uns hier befördern. Wie wir die Bomben zu explodieren bringen. Dann fehlen uns wahrscheinlich noch andere Sachen. So, in der Höhle hatten wir auch noch ein paar Flächen, wo es was zu arbeiten gab. Erstmal zum Zirkus zurück. Vielleicht können wir hier mal mit dem. Können wir mal. Ben mit dem Messer abstechen oder. Keine Ahnung. Nein, ich hasse ihn zwar, aber so sehr nun doch wieder nicht. Mal alles mit allem kombinieren. Ein paar Bomben. Nein, ich hasse ihn zwar, ab. Das zweiköpfige kommen uns da mal zeigen. Ich hab da was für dich. Hm? Ah, das klappt. Mein Nasgehe! Er erschreckt sich tatsächlich. Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Er hat deinen Ball fallen gelassen. Ich nehme mal. Sehr okay. Witzig. Fand ich auch. Wir haben jetzt einen roten Ball im Inventar. Ne, das ist ein Ball weniger, was irgendwie gar nicht auffällt. Da habe ich schon gleich eine Idee. Sekunde, ich weiß auch erst, welche in den Ruinen. Der doch dieses Ei, was drin neben. Der doch sein Ei in den Klauen. Vielleicht können wir ihm den Ball geben. War nur so eine Idee. Ich meine, roter Ball. Ein rotes Ei. Willst wird du doch nicht bemerken. Ja? Gegen diesen tollen roten Ball hier? Na, wenn das so ist, dann fang! Okay, nehmen wir das Ei. Und nun? Jetzt haben wir ein Ei, ein rotes Ei. Was haben wir hier noch? Wir haben einen Zettel, wir haben eine Schaufel, wir haben einen Kompass, wir haben eine Schatulle, wir haben eine Karte, wir haben einen Kescher. Wir haben noch das zweiköpfige Monster, was scheinbar stark nach einem dieser Monster aussieht, vor dem die Leute hier Angst haben. Wir haben Bomben. Wir haben ein Messer. Und dann haben wir noch das Noir-Ei. Okay, hat nicht Opa noch irgendwas? Hat nicht der Opa irgendwie was
vom Ei erzählt. Dass der das für seine Suppe braucht oder so. Na hier. Vielleicht können wir das irgendwie... Brauchst du noch Zutaten für die Suppe? Was denn? Ein Rai-Ei? Aber Junge, das kann man doch nicht essen. Das taucht doch höchstens noch als Köder für die Feuerdrachenfalle. Aha, als Köder für die... Okay, und nun? Ach so, und das sind die Feuerdrachen jetzt, die in die Falle geraten. Jetzt können wir die Feuerdrachen mitnehmen, oder was? Seid weg, nicht! Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Feuerdrachen nicht mit der Hand fängt? Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Feuerdrachen nicht mit der Hand fängt? Oft. Bist du denn lebensmüde? Wie kommst du denn darauf? Okay, nicht mit der Hand, aber mit der Truhe vielleicht. Sedwick, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was, wirklich? Tja, vielleicht mit dem Zweiköpfigen. Sedwick, wie oft habe ich dir gesagt, manchmal glaube ich... Ach was, wirklich? Okay, ich habe immer das Gefühl, dass wir die irgendwie noch brauchen. Feuerdrachenfalle, Feuerdrachen. Vielleicht können wir auch Spots nehmen und mit Spots den greifen. Spot jetzt auf die Feuerdrachenfalle werfen. Ich glaube, Spot ist satt. Aha. Okay. Wir müssen den hungrig dort auf die. Ja. Ist Feuerdrachen. Nassbot. Hunger auf Feuerdrachen. Wohl nicht. Tun mit Kompass. Sedwick, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was. Ja, okay. Es ist, also wir müssen die Bomben dort unten anzünden in der Höhle. Das ist doch, das ist das. Können wir ihn irgendwie dazu bringen, dass er... Lass Bruno in Ruhe! Im Gegensatz zu dir... Nee. Du, Ben, kann man Feuerdrachen eigentlich essen? Was? Himmel, nein! Das weiß man doch! Dein Magen würde explodieren! Wo ist der Unterschied zu Opas Petroleumsuppe? Das ist kein Scherz, Sedwick. Sehe ich so aus, als würde ich scherzen? Wie auch immer, es ist keiner. Tja. Ich mag aber noch weniger mag ich es, Bruno im Dunkeln vor die Wohnwagen zu spannen. Die Feuerdrachen sind sicher auch nicht gerne eingesperrt. Es ist eine typische Lose-Lose-Situation. Tja. Okay. Wir brauchen irgendwie die Feuerdrachen hier, um damit irgendwie die Bomben zu zünden. Wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was, wirklich? Haben wir da eine Fackel oder irgendwas ähnliches, womit wir... Eine Lunte hieß es ja, ich erinnere mich doch dran, dass wir irgendwie eine Lunte legen müssen. Die Ruhe vielleicht irgendwie... Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Tja, die Kerze können wir auch nicht mitnehmen. Das haben wir schon oft genug versucht. Und was ist das, was wir hier... Nochmal mit der Kiste versuchen. Sedwick,
Wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was, wirklich? Tja, also... Schaufel. Sedwick, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was, wirklich? Okay, Kompass hatten wir schon, die Karte. Sedwick, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was, wirklich? Tja, der Kescher. Sedwick, wie manchmal glaubt man. Nee. Also, Bomben. Sedwick, Ich noch irgendwas, was wir machen können. Kyose endlich mitnehmen. Nachdem es so gut angeteasert wurde. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Tja, dreckig. Vielleicht können wir Spot bahnen lassen. Er hat schon genug getrunken. Okay, Spot in seine kugelige Form verwandeln. Spot braucht kein Kostüm. Ich hatte ihm mal einen Umhang für die Nummer mit den Feuerreifen genäht. Es endete in einem Fiasko. Seitdem treten wir auch ohne Zelt auf. Okay, wie kriegen wir ihn jetzt? Ich ihn nochmal erschrecken und dann noch vielleicht einen zweiten Ball kriegen, oder? Mein Nasgier! Nimm ihn weg! Ach so, jetzt, warte, wenn der jetzt wegguckt. Ach, verdammt. Das wäre eine Idee. Das könnte man mal versuchen. Das wäre eine Idee, so, wenn der jetzt wegguckt. Ich hab da was für dich. Da haben wir doch bestimmt ein Sekündchen Zeit. Nimm ihn weg! Und jetzt bestimmt hier mit ihm hier die Feuerdrachen. Nicht? Sehr witzig. Ich dachte, Spot kann das aufboosten und soll was in der Kiste mitnehmen. Ich hab da was für dich. Fällt auch immer noch drauf ein. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Nimm ihn weg! Finden wir jetzt die Kiste, die Schatulle. Sehr witzig. Fand ich auch. Sedwick, wie manchmal... Man muss sich irgendwie ablenken, das habe ich das Gefühl. Aber irgendwie klappt das dann auch nicht. Ich habe da was für... Und wie oft wollen wir ihn hier noch ablenken? Mein Nasgier! Okay, er denkt, es ist ein Nasgier und dann können wir jetzt hier bestimmt... Na komm... Sehr witzig. Was machst du denn? Okay, wir können nichts machen, während er erschreckt ist. Wir sind scheinbar zu sehr abgelenkt von seiner Abgeschrecktheit. Woanders hin? Vielleicht. Irgendwo, ne, bei der Höhle kommen wir nicht weiter, mit dem Ufer, das ist auch nicht eine Ruine. Tja. Bei den Steinbrüdern, da kommen wir auch nicht mehr weiter. Nochmal sie befragen.